Eine häufige Frage, die Zahnärzten gestellt wird, ist eine Wurzelbehandlung schmerzhaft? Etwa ein Viertel der vielen Menschen ist der Gedanke an eine Wurzelbehandlung mit Angst und Sorgen verbunden. Doch wie schmerzhaft ist eine Wurzelbehandlung wirklich und was sind die möglichen Ursachen etwa ein Viertel der Schmerzen während des Eingriffs? Eine Wurzelbehandlung, auch Endodontie genannt, wird durchgeführt ein Viertel HRT, wenn das Innere des Zahns, das sogenannte Zahnmark, Enzer ein Viertel endet oder infiziert ist. Dies kann durch Karies, einen Riss im Zahn oder eine Verletzung verursacht werden. Der Hauptzweck einer Wurzelbehandlung besteht darin, den betroffenen Zahn zu erhalten und Schmerzen zu lindern. Während des Eingriffs wird das infizierte Gewebe entfernt, der Zahnkanal gereinigt und desinfiziert und der Zahn wird anschließend mit einer FA-Einviertelung oder Krone wieder aufgebaut. Die gute Nachricht ist, dass moderne Zahnmedizin A1/4BER fortschrittliche Techniken und Schmerzmittel werfer 1/4GT, um den Eingriff so schmerzfrei wie möglich zu gestalten. In den meisten Fällen wird eine örtliche Beta-Übung verwendet, um den Bereich um den betroffenen Zahn zu beta-üben, so dass der Patient während des Eingriffs keine Schmerzen verspar 1/4RT. Während der Behandlung kann der Patient möglicherweise Druck oder Vibrationen spar 1/4ren, aber keine Schmerzen. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass einige Patienten nach der Wurzelkanalbehandlung leichte Schmerzen oder Beschwerden verspar 1/4ren kann. Dies ist normal und sollte nach einigen Tagen abklingen. Der Zahnarzt kann Schmerzmittel verschreiben oder empfehlen, um die Beschwerden zu lindern. Es ist auch wichtig, die nach der Behandlung gegebenen Anweisungen des Zahnarztes zu befolgen, um die Genesung zu unterster 1/4 und mögliche Komplikationen zu vermeiden. Es gibt verschiedene mögliche Ursachen FA 1/4 Schmerzen während oder nach einer Wurzelbehandlung. Eine mögliche Ursache ist, dass die Beta-Übung möglicherweise nicht ausreichend wirksam war und der Patient daher Schmerzen verspar 1/4 RT. In diesem Fall sollte der Zahnarzt informiert werden, damit er zusätzliche Beta-Übungsmittel verabreichen kann. Eine andere Ursache FA 1/4 Schmerzen kann sein, dass der Zahnarzt das infizierte Gewebe nicht vollständig entfernt hat, was zu einer erneuten Enzer 1/4endung FA 1/4ren kann. In diesem Fall sollte der Zahnarzt konsultiert werden, um weitere Behandlungsschritte zu besprechen. Es ist auch wichtig zu beachten, dass jeder Patient unterschiedlich auf eine Wurzelbehandlung reagiert. Einige Menschen haben eine höhere Schmerzempfindlichkeit als andere und können daher während des Eingriffs mehr Beschwerden verspar 1/4ren. Es ist jedoch wichtig zu verstehen, dass eine Wurzelbehandlung eine wichtige Behandlungsoption ist, um den betroffenen Zahn zu erhalten und weitere Komplikationen zu vermeiden. Zusammenfassend lässt es sich sagen, dass eine Wurzelbehandlung in der Regel nicht schmerzhaft ist, da eine örtliche Beta-Übung verwendet wird, um den Bereich um den betroffenen Zahn zu beta-üben. Mögliche Schmerzen nach dem Eingriff können auftreten, sollten aber nach einigen Tagen abklingen. Bei anhaltenden Beschwerden sollte der Zahnarzt konsultiert werden, um mögliche Ursachen zu identifizieren und geeignete Behandlungsoptionen zu besprechen. Es ist wichtig, den Rat und Anweisungen des Zahnarztes zu befolgen, um eine erfolgreiche Genesung und den Erhalt des Zahns zu gewährleisten.